Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge Transport Viva 2 von der Deutschlandkarte. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir wollen heute, entgegen aller Planungen, ich hatte ja Ende der letzten Folge gesagt, dass wir die Strecke in die Niederlanden bauen, den Regionalverkehr dort in Gang bringen, aber als allererstes möchte ich hier erstmal in Neuss und in Dormagen den ÖPNV in Gang bringen, denn ihr seht es, wir haben hier einen Großteil der Städte gar nicht mit angeschlossen. Deswegen ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir uns darum jetzt hier erstmal kümmern. Jetzt würde ich nur. Der Bus sollte, glaube ich, auch hier halten. Ich denke, wenn wir hier halten, können die auch durch den Bahnhof zum Flughafen gehen. Aber ich möchte hier, denke ich, erstmal einen Bahnübergang rüberbauen. So. Nicht wahr? Übrigens nehme ich viele Folgen jetzt back-to-back auf, da ich diese Woche, was Aufnehmen angeht, echt eingeschränkt bin. Von der Zeit, ich hatte euch ja im Stream gesagt am Sonntag, dass ich eigentlich immer sonntags ein paar Folgen schon mal voraufnehme, dass ich so bis Mittwoch meine Videos schon im Kasten habe. Das fiel natürlich weg durch diesen unfassbar tollen Stream. Wir haben mittlerweile 60 Mitglieder. Ich habe jetzt auch mal geguckt, dass wir, also dass ich für die Mitglieder, um so ein bisschen was zurückzugeben für die Kanalmitglieder, aber kein Content, den andere nicht zu sehen bekommen, die keine Mitglieder sind. Also es gibt nach wie vor jedes Video, was es hier auf dem Kanal gibt, gibt es für alle. Ne? Da braucht ihr kein Mitglied werden. Aber es gibt ab und an, also ja, eigentlich ziemlich oft so Sneak Peek-Bilder für Mitglieder, wo die schon mal vorab so ein kleines Vorschaubild bekommen, was in den nächsten Folgen passiert, was für Videos kommen. Das war jetzt zum Beispiel bei der Hochbahn, da gab es so ein kleines Bild mit dem Fahrzeug der Hochbahn auf der Hochbahn oben Richtung Essen Hauptbahnhof. So als kleines Dankeschön zurück an die Mitglieder. Es gibt ab und zu mal Umfragen für Mitglieder exklusiv, aber es gibt für jeden den gleichen Content zu sehen. Also Videos gibt es für alle. Das Gleiche, da braucht ihr keine Angst haben. Also hier, was auf meinem Kanal gespielt wird, das kann jeder sehen. Es wird keine Videos geben, die nur Mitglieder zu sehen bekommen. Das wird es nicht geben. Vielleicht mal so einen kleinen Gruß, so ein kleines Handyvideo ohne Gesicht natürlich. Vielleicht mal so ein schönes Wochenendgrüßchen von mir. Das gibt es vielleicht mal für Mitglieder. Aber was Spiele angeht, da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Das nur kurz dazu. Ja, ich würde sagen, wir machen hier, Neuss wird natürlich auch wachsen ohne Ende, aber wir machen hier einfach eine Buslinie. Das ist vielleicht das Beste. Und wir sollten irgendwann dann mal die Autobahn beginnen. Ne? Also wir sollten so viel machen auf der Karte. Hamburg Hauptbahnhof steht noch aus. Wir sollten hier vielleicht mal den zweiten Flughafen. Flughafen Düsseldorf auch mal an den Start kriegen. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, dass wir den Flughafen hier mal in Betrieb nehmen können. Was sagt denn hier eigentlich die S-Bahn, die Ringlinie? Ja, könnte besser sein. Aber wenn wir hier ÖPNV jetzt einrichten, dann läuft das, glaube ich, auch besser. So. Ich würde fast sagen, dass wir das folgendermaßen machen. Wir machen hier. Hier eine Haltestelle hin. Machen hier eine Haltestelle hin. Machen hier noch eine hin. Weil die Stadt wird hier eh hinwachsen. Dann machen wir hier noch eine hin. Machen hier eine hin. Dann fährt der Bus darüber. Kommt dann hier wieder. Fährt hier hinten rum. Fährt dann durch den Teil hier der Stadt. Hier hinten rum, macht hier die Biege
und fährt dann hier lang und wieder da runter. Das ist, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Route. Zack, ist eigentlich ganz cool. War echt den Großteil abgedeckt, ne? Neues Bus Linie Nummer 1. Kurz gucken in unserer Network Coverage Map. So heißt übrigens auch die Mod. Network Coverage Map. Falls die jemand noch nicht hat. Die Frage kommt auch öfter dann mal im Stream. Was hast du denn da jetzt eingeblendet? Und, ja, ist nicht schlimm, wenn man das zwischendurch mal erwähnt. Diese tollen VDL-Busse hier, die haben natürlich nicht so viel Kapazität. Wir haben hier auch die Urbinos, die haben aber noch weniger Kapazität. 34 ist schon okay, denke ich. Das ist jetzt hier auch nicht realistisch, ne? Was wir hier losschicken. Einfach so, wie es mir gefällt. Einfach ein bisschen bunt durchgemischt. Ein bisschen warten. Würde mich natürlich sehr freuen, weiterhin, wenn ihr Däumchen nach oben da lasst, wenn euch diese Staffel gefällt, die Videos hier. Gerne auch weiterhin ein Abo da lassen, damit wir nach den 30.000 irgendwann dann die 40.000 eventuell erreichen. Das wäre der nächste Meilenstein. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der hier einschaltet. Ob mit Abo, ohne Abo. Mit Kommentar, ohne Kommentar. Wirklich schön, wie ihr das feiert. Und ich fand es im Stream, die Nachrichten, die ich teilweise bekommen habe, da gab es auch diesen Joke. Also ich weiß gar nicht, ob das ein Joke war. Ich sollte doch mal ASMR machen mit meiner Stimme. Meine Stimme wäre so beruhigend und deswegen sollte ich mal ASMR machen. Ja, eventuell gibt es da für Mitglieder auch irgendwann mal eine Umfrage, ob ich das mal machen sollte oder nicht. Ja, und dann gab es wirklich Kommentare. Da hat jemand geschrieben, er musste in die Zahnklinik, eine große Zahn-OP, und hat vorher meine Videos geguckt, um sich zu beruhigen. Dann haben wirklich einige geschrieben, dass meine Videos ihnen schon ganz oft beim Einschlafen geholfen haben. Ich werde hier echt bekloppt, ne? Also, Wahnsinn. Was da teilweise meine Videos dann doch anrichten. Lustig finde ich auch, wo teilweise die Zuschauer herkommen, ne? Ich habe Zuschauer aus Schweden. Grüße gehen an Familie Klingel raus. Dann habe ich Zuschauer in Kanada. Zuschauer, boah, wo kam man denn her? Ich glaube irgendwo, genau, einer kam aus Singapur. Also es ist wirklich, das kann man teilweise, kann man das gar nicht fassen. Wo die Leute überall herkommen und meine Videos gucken. Ich habe sogar, das habe ich mal in meinen Statistiken gesehen, ich habe sogar Zuschauer aus Afrika. Also wirklich auch aus der Westsahara und so. Das ist, wo ich mir denke, what? Echt der Wahnsinn. Dann Dormagen Buslinie 1. Haben wir hier Dormagen auch abgedeckt. Jo, ein paar Häuschen hier oben kann ich verkraften. Ich mache hier mal eine Straßenverbindung. Gut, das wird eh zusammenwachsen, aber machen wir mal eine Straßenverbindung hier rein. Zack. Dann bauen wir hier auch noch ein Depot. Nee, Gebäude, genau. Und schicken hier auch ein paar Busse raus.
Hier können wir aber auch mal die Hessbusse nehmen. Die Iveco Crossway haben wir auch. Die haben 37. Ja, am schönsten sind natürlich die Hartmann und die Hochbahn Hamburg Busse hier, aber ja, das Geklapper ist leider nicht behebbar bei mir. Ist echt schade, weil die Busse halt wirklich echt schön sind, aber es gibt halt auch andere hübsche Busse, ne? Die wir hier rausschicken können. Nehmen wir die, dann nehmen wir hier von den Hessbussen noch die hier. Auch eine gute Kapazität mit 41. Fünf Stück. Sollte erstmal reichen. Was ich noch machen wollte, ist, ich habe nämlich gesehen hier okay, da hat die alle abgeholt jetzt. Aber wenn wir hier mal auf Linie gehen. Fulda, Kassel, Hannover geht nicht. Aber hier, ne, da haben wir auch nur ICEs. Aber auf der Linie hier könnten wir tatsächlich. Oder wir lassen es erstmal mit mehr Kapazitäten. Erstmal. Gut, dann haben wir hier aber schon mal die Buslinie eingerichtet hier. Ja, das wird noch hierher wachsen. Das passt dann schon. Die Hochbahn auch in Betrieb. Läuft jetzt noch nicht so super an, aber das wird hoffentlich noch. Und dann fangen wir an, hier die Strecke hochzubauen. Ich hatte ja gesagt, dass wir hier Kopf machen. Hier unten. Ne? Das ist, mal kurz gucken, die Gleise. Das hier ist das Regionalgleis, genau. Das linke hier, das fährt ja hier rein. Sollen wir natürlich hier frei machen, die Einfahrt in den Bahnhof. Dann fahren wir nämlich hier einmal hinaus. Genau. Fährt die S-Bahn rein. Die ist auch noch nicht so gut angenommen. Und dann wollen wir hier oben nach Enschede und Groningen. Da würde ich sogar die Schnellfahrstrecke mit der Regionalstrecke zusammenführen, dass die hier zusammen fahren. Da haben wir dann auch wieder schöne Zugüberholung. Gefällt mir natürlich immer sehr gut. Einmal gerade durch. Hier nehmen wir die 300 km/h Gleise. Na gut, 274 hier. Das ist nicht so schön. Kriegen wir bestimmt noch ein bisschen mehr hin. Perfekt. Und dann können wir nämlich hier das Ganze quasi zusammenführen. Nehmen hier dieses Platzhaltergleis raus. Den Bahnhof. Oh, den bauen wir hier an die Seite einfach diesmal.
Die Stadt wächst dann schon dahin. So. Hier geht dann auch nur eine Regionallinie durch. In Groningen würde ich dann, na, dann kommt ja die Linie von hier oben hoch, die Regionallinie. Von hier hinten kommt auch noch eine. Da würde ich dann die Schnellfahrstrecke hält schon einen etwas größeren Bahnhof bauen, aber hier reicht ganz normal ein zweigleisiger Bahnhof. Machen wir 240 Meter. Ich weiß, wir sind hier in den Niederlanden, da sind deutsche Bahnhöfe vielleicht jetzt nicht so gebräuchlich. Aber mache ich trotzdem. Bauen wir hier hin. Oberleitung ist da, alles da. Passagiergebäude. Das ist ja so ein ganz normaler popliger Bahnhof, ne? Da könnten wir auch, ich glaube, das haben wir schon mal verwendet, aber auch noch nicht so oft, das Gebäude hier vom Bonner Hauptbahnhof nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kann man noch einen nach links. So. Und daneben nehme ich dann nochmal jeweils eins dieser älteren Gebäude. Ja, sieht doch schön aus. Straße davor. Ja, die Linie werden wir heute natürlich nicht fertig kriegen in der Folge. Aber wir haben sie schon mal angefangen. Und dann führt hier die Schnellfahrstrecke vorbei. Na gut, direkt am Bahnhof, direkt am Bahnsteig ist jetzt vielleicht doch nicht so die geilste Idee, wenn die Züge da mit 300 km/h vorbeibrettern. Ich meine, es ist ja normal, dass Züge auch durch Bahnhöfe brettern, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so sinnvoll ist, wenn der da direkt an den wartenden Passagieren mit 300 km/h vorbeizischt. Deswegen bauen wir das hier mal mit so ein bisschen Abstand. Jetzt auch einfach eine Schallschutzwand da reinbauen können, was ich trotzdem mache. Na. Verdammt. Die ist ja links. Das heißt, die müsste einmal kreuzen, ne? Ist aber auch nicht so schlimm, dann haben wir die Überwerfung. Ist auch hübsch. So die Frage, ob wir das dann auch in der Geschwindigkeit da durchkriegen, ne? Das kriegen wir schon hin. So. Würde ich hier aber den Schallschutz gleich bauen. Ihr kennt mich, sonst vergesse ich es. Na, wo sind sie da? So.
Dann ist aber die Schnellfahrstrecke ist unten. Genau. Das heißt, die Regionalstrecke ist oben. Erstmal die Brücke. Ach, hier nehme ich dann aber auch, wenn wir sie schon haben, ne? Diese tollen Brücken. Dann baue ich sie auch. Die sind schon nice. Bisschen tiefer. Weiter hinein. Wo ist? Genau. Ein Stückchen tiefer. Einmal. Ne, nein. Aller guten Dinge sind drei. So gerade wie möglich so. Das sieht wieder super aus, ne? Das sieht echt fantastisch. Ach, ich habe dieses Tool vom Werner K. zwar aktiviert, aber das ist. Ich probiere es mal. Tue mich da immer schwer mit. Das ist der Marker. Vorwärts und rückwärts. So, ne? Ne, war klar. Geht nicht. Ist mehr als ein Segment. Habe ich doch. Vorwärts. Geht denn das nicht? Ah, ich bin jetzt so blöd. Löschen. So, vorwärts. Warum löscht er das dann hier hinten? Das Tool war mal so leicht zu bedienen, aber irgendwie, weiß ich nicht, Tool liegt auf war mal. Löscht den Marker dann immer auf der anderen Seite. Warte mal, rückwärts. Rückwärts. Anfang plus Ende löschen, Linksklick. Ende löschen, Rechtsklick. Aha. Geht nicht.
Bin zu blöd dafür. Leider. Macht er nicht. Also sonst war das eigentlich immer relativ einfach zu bedienen. Ich probiere es jetzt noch einmal. So rum. So rum. Geht nicht. Wurde korrigiert. Okay. Der Anfang und der Endmarker. Schöne, gleichmäßige Rampe, die hier hochführt. Jetzt brauche ich noch mal vom Peugeot Racer die Sockel. Ach, weil das nicht zusammen ist, ne? Na gut, dann müssen wir hier doch aufschütten. Dann ist das so. Dann machen wir das so. So, okay. Genau. Dann bauen wir daneben die Brücke. Genau daneben. Auf dieselbe Höhe, wenn möglich. Die ist eingleisig. Oh, ist nicht ganz genau gleich, aber ist auch nicht so tragisch. Mal hier rüber. Die kann aber ein Stück später anfangen. Nein, das brauche ich. Stück später. Dann geht die hier nämlich auch gleich ganz rüber. Ah, die ist jetzt wieder ein Stück höher. Das, ah, ich glaube, das jetzt genau gleich hinzubekommen wird echt schwierig. Aber ich habe einen Plan. Wir könnten. Ja, das geht sogar, damit das echt auf einer Höhe ist. Uns hier die Gleise reinziehen. Oh. Wie gesagt, die kann ruhig ein Stück später anfangen. Dass die hier anfängt. Genau. Dann ziehen wir uns auch hier das Gleis rein. Transportführer ab und zu immer mal so ein bisschen austricksen. Tada. Aber ich glaube nicht, dass das 300 km/h sind, ne? 200. Aber mir fällt gerade was ein. Die Gleise liegen da ja einfach nur so drin. Jeppa. Dann können wir aber die hier auch auf 160 machen. Falls wir hier Züge draufschicken, die mehr als 160 können, haben wir dann nämlich kein Problem, wenn ihr versteht. So. Dann machen wir hier wieder einmal nach unten. Ja, das ist dann aber recht gleichmäßig. Das gefällt mir sogar. Einmal hier die Rampe hoch. Und zack. Der Radtunnel. Das hier einmal alles glätten. Erstmal so grob. Feinschliff kommt dann später. Aber gefällt mir erstmal ganz gut hier. Das ist ordentlich. Sehr schön. Dann können wir nämlich die Gleise hier oben lassen. Ziehen das hier einmal raus. Natürlich dann zusammen. Ich glaube aber. Ah, eigentlich glaube ich das sogar ganz fest, dass die Schnellfahrstrecke hier zu viel Geschwindigkeit verlieren wird. Ne? Jetzt hier
vom guten Peugeot Racer. Zweigleisig. Ah, da ist der Winkel zu eng, ne? Grad. Naja, das ist. Das wird zu eng sein. Probieren das mal, wie schnell wir hier drunter durchkommen. Also zu viel wollte ich jetzt nicht verlieren an die Geschwindigkeit. Fahren. Hier rein. Na, das ist natürlich zu langsam, ne? Das ist zu langsam. Ja, und hier wird es noch langsamer sein. Wir könnten es aber ganz anders machen. Mit den Gleisen hier nach unten, dass wir hier runterfahren, die quasi hier schon mal rausholen. Das ist das Rechte. Nach oben fahren. Das ist okay. Trotzdem mal gucken mit dem guten Werkzeug vom Werner. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. So. Und so. Jupp, das ist okay. Führen das hier rein. Und mit der Schnellfahrstrecke bleiben wir einfach oben. Fahren hier gerade weiter. Dann können wir halt nur nicht direkt am Bahnhof vorbei. Fahren hier drüber. Die ist sogar doppelgleisig. Quasi als Überführung hier. Zack. Ach, dieses Basteln macht einfach immer Laune. Dann noch ein bisschen mehr anwinkeln. Die so hier hin basteln. Tief wie möglich. Muss doch gar nicht so hoch sein. So halt nur gucken, dass das passt an beiden Seiten. So. Perfekt. Mhm.
sehr cool. Okay, das geht natürlich nicht. So geht das. Schön. Und wenn wir jetzt hier einmal das Terra-Tool hier drüber basteln, sieht das doch, glaube ich, recht schick aus. Ist okay, ne? Gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, dann kommen wir hier nicht direkt am Bahnhof vorbei, aber wir haben das Problem gelöst und haben eine schöne Überwerfung hier. Eine Strecke kreuzt die andere. Ist auch nicht so dramatisch, dass wir hier nicht am Bahnhof vorbeidüsen. Aber es ist schick. Na, hier fahren wir parallel. Und zack. Schön. Den Rest bauen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch mal wieder gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, ich bin raus. Macht's gut und ciao, ciao.